Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich bin's wieder, eure Lara. Ich habe für euch wieder ein Tabata-Workout vorbereitet, diesmal im Bereich Cardio. Das heißt, so richtig schön schwitzen. Ihr dürft natürlich selber überlegen, wie weit wollt ihr gehen, inwieweit wollt ihr euch auspowern. Lasst uns also beginnen mit der ersten Übung. Für alle, die schon mal Tabata gemacht haben, die wissen, dass das ein Hochintensitätsintervalltraining ist. Das heißt, 20 Sekunden werden wir eine Übung durchführen, richtig schön schwitzen und dann haben wir immer 10 Sekunden Pause, mal zum Durchatmen, der Puls kann sich etwas regenerieren und dann kommen wieder die 20 Sekunden volle Power. Genau, wir starten mit der ersten Übung. Das Ganze geht 2 Durchgänge, das heißt, dass ihr 4 Minuten richtig schön in Bewegung seid. Lasst uns also starten. So, Übung Nummer 1. Wir springen auf den Platz, bewegt eure Füße dazu nach vorne und nach hinten, nehmt die Arme gegengleich mit, bleibt schön in Bewegung, ihr bestimmt euren Rhythmus selbst, powert euch entweder richtig aus oder macht das Ganze etwas dezenter. Übung Nummer 2. Ihr hebt im Wechsel immer ein Knie und einen Ellenbogen. Linker Ellenbogen an rechtes Knie, rechter Ellenbogen an linkes Knie. Schön im Wechsel, macht das auch wieder so schnell, dass ihr gut ins Schwitzen kommt. Übung Nummer 3 ist ganz besonders schön für die Oberschenkel und den Popo. Ihr öffnet die Beine weit, geht immer schön in die Tiefe, in die Beuge und dann wieder hoch. Hoch und tief, schön im Wechsel, das Ganze auch wieder richtig schön mit Power. Übung Nummer 4 erinnert so ein bisschen an Kampfsport. Das heißt, ihr beginnt erst mit eurem rechten Bein nach vorne zu kicken und dann in der Runde Nummer 2 mit dem linken Bein. We'll be right back.
So, ihr Lieben, bei so viel Powerübungen hoffentlich vergesst ihr mir nicht, was zu trinken. Viel Flüssigkeit ist ganz wichtig. Wer schwitzt, muss also auch genug Flüssigkeit wieder zuführen. Vielleicht habt ihr auch eine tolle Pulsuhr, die euch dafür mal lobt für dieses Training. Ich tue das auf jeden Fall und freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lara.